schon Gewinn gemacht, indem wir hergereist sind. Dann jetzt nochmal mit dem Don quatschen. Die arbeiten ja alle, ey. Der Typ hackt immer auf der gleichen Stelle rum. Der müsste bald schon in China rausgekommen sein. Oder weiß ich nicht wo. Mitten im Pazifik. Aber soll er machen. Wir rennen ja auch in der Sache nur irgendwelche Rinnen in den Boden. Weil wir nicht wissen, was wir machen sollen. Ne? Was gibt's? Nicht viel. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Liebster, herzallerliebster Schatzi Don. Der Start passiert so schnell nichts. Kann er denn nicht uns hier... Draußen ist es verdammt gefährlich. Sehr gut. Wenn du so weitermachst, wirst du alle noch übertrumpfen. Kämpfer. Kann er uns nicht... Können noch mehr Alchemie lernen? Nur mal schauen. Was kannst du mir über die Alchemie beibringen? Ach, Mana plus wenig. Kann er uns nicht ein paar Portale... Hier Barrieren, Gesachse. Ne, also... auch nicht schlecht. Wie heißt das denn? Diese Endzauber hier, warte, Magie, hier, die Dinger. Magisches Kraftfeld zerstören für Blau. Ja, ich bin schon wieder verleitet, Tränke zu kaufen. Wie viele Tränke haben wir denn noch? Wie viel kosten die denn? Die kosten 60 Stück pro Dings. Wie viel sind denn das, wenn ich alle nehme? 1200. Will ich nicht ausgeben. Warenkorb leeren, beenden. Tschüss. Später vielleicht. Donny. Donny Boy. Wir haben das goldene Tor in der Vulkanfestung geöffnet. Und? Habt ihr den Ursprung des Übels hier auf der Insel schon gebannt? Nein. Wir arbeiten noch daran. Gut. Und weiter? Was ist jetzt mit meiner Hafenstadt? Wird der Inquisitor sie endlich aufgeben und seine Ordenskrieger zurückpfeifen? Mendoza ist noch im Tempel und hat ganz andere Sorgen als die Hafenstadt. In Ordnung. Dann wirst du jetzt in die Hafenstadt gehen und mit dem Möchtegern-Kommandanten der Stadt sprechen. Geh zu Carlos und mach ihm klar, dass er seinen Posten räumen soll. Sonst wird er die Konsequenzen tragen müssen. Meine Geduld ist bald am Ende. Sag ihm das. Okay, das ist was, was, das kann ich. Muss ich jetzt hier noch irgendwas machen? Ich wollte unten nochmal reingucken und sicher gehen, dass hier unten auch so eine doofe Barriere war. Vielleicht merke ich mir das, weil wir müssen die garantiert noch irgendwann knacken. Hier unten waren welche, oben waren welche, mal schauen. Die Ghule, die unten waren, haben wir, glaube ich, jetzt schon alle getötet. Nicht wahr? Herr Ghul? Nein, die sind, glaube ich, schon weg. Ja, wunderschön. Hier ist auch so ein doofes Feld. Da kann ich mir ja auch gleich teleportieren. Magie, Hafenstadt. Zack. Und Abmarsch. Besser als Busfahren. Taschendiebstahl kann eine lohnende Einnahmequelle sein. Jo, habe ich auch schon gemerkt. Da oben? Da unten? Erstmal irgendwen angucken? Ich weiß immer noch nicht, was ich lernen soll. Bogen? Ich könnte noch mehr auf die Armbrust skillen. Ich könnte vielleicht auch, was sich eher lohnen würde, noch mal mehr aufs Schwert skillen. Hab nur leider vergessen, bei wem man das lernen kann. Jetzt könnte ich ja noch mal in Erfahrung bringen, ne? Ich habe genügend eigene Sorgen. Okay, Ordenskrieger. Siebe. Eigentlich würde ich ja gerne auch mal wissen, was jetzt in der Tür. Ja, dann gehe ich jetzt mal lieber nicht ran. Was jetzt in der... Jetzt nicht. Ist da wer drin? Wer bist du denn? In der Vulkanfestung los ist. Weil, ich meine, dieses Tor steht da offen, ne? Und diese Echsenviecher sind überall. Und das Tor ist direkt neben der Vulkanfestung. Müssten jetzt in der Vulkanfestung nicht auch die Viecher sein? Ich habe schon gehört, dass ein Bandit den Inquisitor begleitet. Es war nicht schwer zu erraten, dass du der Bandit bist. Warum bist du allein? Was hast du mit Mendoza gemacht? Ich habe ihn aufgefressen. Was habe ich denn mit ihm gemacht? Deine Aufgaben hier in der Stadt sind erledigt. Was redest du da? Wer hat dich geschickt? Oh, Don super. Esteban? Ganz recht. Er will, dass du deinen Posten räumst. Warum sollte ich tun, was dein Verbrecherboss mir befiehlt? Es gibt keinen Grund mehr für euch Ordenskrieger hier in der Hafenstadt zu bleiben. Die Kristallscheiben sind gefunden und das goldene Tor in der Vulkanfestung ist geöffnet.
Ich sehe, ich werde an anderer Stelle gebraucht. Richtig. Also gut, meine Männer und ich werden weichen. Ich werde es sofort veranlassen. Warte hier. Oh. Kriege ich jetzt irgendwas Bonus? So, meine Männer sind abgezogen. Ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Na, aber sicher. Und jetzt geh. Ich habe Vorbereitungen zu treffen. Oh, vielen Dank. Das gefällt mir doch. Sehr gut. Da kann ich mal speichern. Kann ich jetzt irgendwas klauen? Zum Beispiel die Tür da aufmachen? Die Schwerter da oben lasse ich jetzt mal. Wenn ich jetzt hier so, ne? Das merkt er doch gar nicht. Das merkt er auch nicht, ne? Beziehungsweise das kann ihm auch egal sein. Weil... Der wohnt ja jetzt nicht mehr hier. Ich wohne jetzt hier. Ich schleich trotzdem mal. Kann ich die Tür auch zumachen? Nein. Eine Truhe. Und nochmal von vorne. Nochmal von vorn. Alter, Junge. Und nochmal von vorne. Nimm doch die andere Taste, wenn ich sie drücke. Der Dietrich ist hin. Wir haben so schwierige Schlösser und alle Dietriche an einem einfachen Popelschloss vergeigt. Kleines Schild, rostiger Zweihänder, rostiger Zweihänder. Und raus hier. Sonst noch was, was ich mitnehmen kann. Rostiger Zweihänder, rostiger Zweihänder. Noch ein Zweihänder. Noch einer. Nochmal speichern zwischendurch. Es läuft ja wie geschmiert hier. Oh, Holzschild. Ich schleich trotzdem noch mal ein bisschen. Wasserfass, Stuhl, Apfel. Das Messer sieht doch dazu mitnehmen aus. Nein, ist es nicht. Seemannskiste. Nein, du sollst dich nicht ins Bett legen, du sollst an die Kiste gehen. Hallo? Was wird das, wenn es fertig ist? Hallo? Danke. Ich möchte an die Kiste ran. Nicht hier so ein Tänzchen ums Bett machen. Alles meins. Und ich würde mal sagen, das ist auch alles meins. Ach, das ist natürlich... Nochmal von vorn. Und nochmal von vorn. Ich werde wahnsinnig. Der Dietrich. Was? Jedes Mal genau das, was ich als letztes benutze. Also. Bei so einem kleinen Schloss. Alles meins. War ja nicht so viel, aber ist meins. Und ich weiß gar nicht, ob ich schleiche. Ich brauche gar nicht schleichen. Ach, und nochmal. Jawohl. Jawohl. Sir, ja, Sir. Das heißt Ma'am. Den kann ich nicht. Den kann ich auch nicht. Kann ich den hier? Nö, kann ich alles nicht. Sonst irgendwas. War ja nicht viel. Ein großes Schwert und noch ein Schwert. Die da oben eben auch mal wegnehme. Ich kann es ja mal versuchen. Das kann ihm ja jetzt eigentlich egal sein. Das gehört ja jetzt alles wieder dem Don. Was steht da so? Ist beschäftigt. Ja. Kommt man hier hoch? Kommt man hier hoch? Liegt hier was? Lohnt sich das? War ich hier schon oben? Ich glaube, hier war ich schon oben. Auf der anderen Seite oben noch was drauf? Ich glaube nicht. Oh, guck mal, ist ein Loch in der Decke. Ich glaube, das regnet rein. Ich könnte die Hühner jetzt alle töten, aber das lasse ich jetzt auch mal. Schauen wir uns doch hier mal um. Dann würde ich sagen, schaue ich mal in... Beziehungsweise dann sage ich dem Don Bescheid. Ah, die, guck mal, die kommen schon. Brauche ich nicht Bescheid sagen. Dann reden wir doch gleich noch mit den Dorfbewohnern. Und danach... Du hast es endlich geschafft. Die Stadt ist nun wieder in meiner Hand. Jetzt endlich kann ich wieder in mein Haus und die Geschäfte der Hafenstadt übernehmen. Das war eine große Leistung. Du bist wahrlich mein bester Mann. Darum mache ich dich nun zum Hauptmann meiner Bande. Geil. Möge dir deine neue Stellung Kraft geben für die schwierigen Aufgaben, die im Vulkantempel auf dich warten. Wenn du versagst, wird diese Insel bald nicht mehr sein. Und all unsere Bemühungen waren völlig umsonst. Wir alle zählen auf dich, Hauptmann. Yay. Ich klau doch nicht dem Don was. Was kostet sie denn? Ich brauche eine bessere Rüstung. Ihr wollt mich echt an die Füße knutschen, ne?
Diese scheiß Rüstung kostet 5000 Gold. Wo krieg ich denn jetzt 5000 Gold her? Da kann ich mir ja Füße packen und verkaufen. Gut, dass diese weißen Schweine endlich weg sind. Im Namen von Recht und Ordnung, dass ich nicht lache. Sie haben uns doch nur ausgebeutet. Ich glaube, dann werde ich... Kann ich... Ist jetzt eigentlich... Edgar. Es wird eine Zeit dauern, bis der Laden hier wieder in Schuss ist. Carlos und seine Jungs haben hier eine Menge durcheinander gebracht. Unterrichte mich im Kampf. Das kostet alles Gold. Aber Schwert. Unterrichte mich im Schwertkampf. Wie du die Angriffe deines Gegners unterbrechen kannst, weißt du ja schon. Aber ich verrate dir mal einen Trick. Wenn du sehr nah an deinem Gegner bist, kannst du ihm meistens noch einen mitgeben. Vor allem lohnt es sich, diese Schläge in deinen Kombinationen einzusetzen. Sehr nett. Jetzt habe ich... Was? Ich habe immer noch gelernt? Ach, ich bin ja aufgelevelt. Oh. Unterrichte mich im Schwertkampf. Wenn du den Schwung für deine Angriffe aus dem ganzen Körper holst, bist du schneller und hast mehr Kraft. Diese Kraft kannst du nutzen, um deine Angriffsschläge besser zu kombinieren. Du meinst, ich kann eine längere Schlagkombination durchführen? Genau das. Probier es aus und du wirst sehr bald den Erfolg merken. Sehr nett, vielen Dank. Jetzt habe ich keine Lernpunkte mehr. Aber egal. Und auch kein Gold mehr. Wir haben jetzt noch... Naja, ich glaube, bevor wir wieder in die Vulkangrotte in den Berg da gehen, werden wir erst einmal zusehen, dass wir irgendwo Geld ran schaffen. Ich hätte jetzt mal auf Schmieden leveln sollen, ne? Endlich bekomme ich ab und zu mal eine Mütze voll Schlaf. Diese ständigen Reibereien in der Stadt haben auch endlich aufgehört. Super. Was kannst du mir beibringen? Nix gerade, aber ist egal. Schmieden 3 werden wir als nächstes mal lernen. Wenn wir nochmal aufleveln sollten. Jetzt ist die Frage, wo bekomme ich 4000 Gold her? Was verkaufe ich dafür alles? Und was ich mich auch frage, haben die das ganze Gold jetzt mitgenommen aus der Vulkanfestung? Ist alles leer hier jetzt. Ich quatsche erstmal mit allen. Vielleicht haben die ja noch was zu tun für mich. Schon am Rauchen hier, ne? Ich habe schon unter so vielen Regimes gelebt, mein Junge. Die Herrschaft des Don wird auch nicht länger dauern als die meisten anderen. Das ist ja egal. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Die verkaufen, die machen ja eh alles für den gleichen Preis, ne? Hier, nehmen wir mal das mit und das kannst du haben. Sonst packst du mal das mal her. Dann kannst du auch einen von den Amuletten haben. Den einen kannst du haben, brauche ich eh nicht, beziehungsweise benutze ich eh nicht. Ring der Verstohlenheit. Schleich plus 1 brauche ich eigentlich nicht. Armbus plus 1, ja. Benutze ich nicht. Mana plus 10. Brauche ich nicht. Bin ja kein. Komm her, weg damit. Maximale Lebensenergie ist schon nicht schlecht. Geschicklichkeit plus 3 ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Das ist eigentlich eher billig. Da wäre das dann besser, auch wenn es nur 5 hat. Ich glaube, im Endeffekt werden wir hiervon einiges verkaufen, ne? Verkaufswert 1. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, was haben wir noch so? Ach, rostige Zweihänder. Ich benutze sie eh nicht. Du kannst auch das da haben. Runenschwert. Was macht unser Schwert? Kriegen Schaden 50. Ist ganz schön wenig, ne? Was Jagdmesser kannst du haben? 0,8, 0,4, 0, nix. Guck mal das, guck mal das. Komm mal weg, komm mal klar. Kann jetzt auch weg. Das kann noch nicht weg. Brauche ich denn sowas überhaupt? Man, das läppert sich ja auch nicht. Das ist ja nicht viel, was man dafür kriegt. Die kann man immer mal für irgendwas gebrauchen. Guck mal, einen Apfel können wir füttern.
Oh je. Was kriege ich denn, wenn ich das 20 Gold kriege für sowas hier zum Verkaufen? Benutzen tue ich es ja nicht, aber... letzten Endes, wenn ich sonst nichts weiter finde, kommt auch der Ranz weg. Das kann weg. Vielleicht könnten wir nochmal über die Insel gehen. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Gegner. Die wir ein wenig versohlen können. Das sind immer schon mal 600 Gold. Und ich meine... ja, okay. Das ist toll, aber brauchen wir die? Wir schmieden keine Talismänner. Ich glaube nicht, dass wir dazu noch kommen werden. Ich will es trotzdem nicht verkaufen. Besen, die ist das, was das? Schwertspitze. Ja, die gehören doch offensichtlich zusammen, vom wie es aussieht. Ja, komm, wir machen erstmal Handeln, ne? Bahnkorb handeln.